In diesem Video heute schauen wir uns das letzte Mal mein Asien-Aquarium an. Das ist für mich ein bisschen was Besonderes, weil ich es hier auf YouTube schon eingerichtet habe in einem Video. Und das ist jetzt über 2 Jahre her, ich glaube fast schon 2,5 Jahre her. Und ja, das Aquarium war so ein bisschen was Besonderes, weil ich da schon am Anfang auch ein bisschen mehr auf Gestaltung geachtet habe. Dann hatte ich dort verschiedenste Arten drin, alles so immer im Bereich Asien, und das hat eigentlich echt gut funktioniert. Und das war so ein bisschen auch deswegen besonders, weil es voll meinem Credo hier gefolgt ist, dass ich nicht dünge und kein CO2 hinzugebe, eine sehr schwache Beleuchtung eigentlich drüber habe und sehr, sehr langsam wachsende Pflanzen, die damit dann entsprechend auch klarkommen, in das Aquarium eingebracht habe. Und dementsprechend lange hat das auch gedauert, bis sich da wirklich auch was entwickelt hat an Bepflanzungen, dass das prächtig aussah. Und das ist aber passiert mit der Zeit. Und das fand ich so klasse, dass das auch wirklich jetzt am Ende, nicht nur am Ende, sondern vielleicht schon so seit einem Jahr ungefähr, wirklich toll aussah und eigentlich mit der Zeit immer mehr gereift ist. Also es ist schon auch schön, ein Aquarium echt länger stehen zu haben. Und an der Stelle muss ich aber auch sagen, so 2,5 Jahre war das jetzt so, dass immer das gleiche Bild in diesem Aquarium. Und dementsprechend habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dass das Aquarium umgestaltet wird. Was da passiert, das zeige ich euch nächste Woche im Video. Aber heute nochmal wirklich, ich möchte diesem Aquarium noch ein Video gönnen. Ich finde, das hat es verdient. Wir schauen uns nochmal an, was aktuell jetzt da drin rumschwimmt. Und wann und im nächsten Video seht ihr dann auch, was mit den Tieren passiert und so weiter. Und was dann daraus wird. Heute aber Fokus Asien-Aquarium, ein Abschied von diesem Aquarium, und ich freue mich darauf, das mit euch durchzugehen. Und ja, wenn euch das Video gefällt, dann gebt ihm einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen, auch zu dem Projekt dann wieder, denn da folgen noch einige Videos zu auf jeden Fall. Und schaut auf Instagram vorbei, da freue ich mich auch super drüber. Und jetzt wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß beim Schauen dieses Videos. Naja, also wie lange so ein Aquarium steht, das ist ja wirklich relativ, ne? Und da muss jeder selber auch gucken, was er da möchte. Ich hatte auch Aquarien schon durchaus noch viel, viel länger stehen, 10 Jahre und so weiter, auch noch länger. Und mittlerweile ist aber diese ganze Gestaltungsgeschichte für mich echt so wichtig geworden, als Teil des Hobbys. Und hier habe ich was ganz Besonderes vor, ich freue mich da auch schon drauf, das dann mit euch zu teilen. Aber wie gesagt, in dem Video jetzt geht es darum, dass ich dieses Aquarium nochmal in den Fokus rücken möchte, so wie es jetzt hier am Ende ist. Es ist ja die ganze Zeit als Asien-Aquarium gefahren. Ich habe das ein bisschen aufgebrochen, indem ich jetzt meine Pseudomogil Luminatus-Nachzuchten ja hier großgezogen habe drin. Zwischendurch habe ich nochmal ein paar Eier entnommen hier aus dem Aquarium. Die sollen aber ja hier nicht auf Dauer drin sein. Und ich habe halt lange jetzt überlegt, was machst du damit? Lässt es noch laufen, weil es wirklich sich sehr schön entwickelt hat. Also das ist sicherlich eines der Aquarien, wo die Pflanzen unter den Bedingungen, die ich denen hier biete, mit am schönsten gewachsen sind. Ne? Man sieht das an den Anubias, aber hier auch an den Buzephalandren, die wirklich toll aussehen. Also die haben auch immer wieder geblüht zwischendrin, die Blätter haben eine tolle Farbe entwickelt. Und klar, auch hier, wenn man ganz genau hinguckt, könnte man sagen, vielleicht leichte Mangelerscheinungen, man könnte mal ein bisschen Kalium dazugeben oder was auch immer. Aber das ist nicht mein Fokus hier, und ich bin einfach super, super zufrieden damit, wie diese Pflanzen hier gewachsen sind. Ihr seht, hauptsächlich Anubias und Buzephalandren, ein paar Kryptokoryen sind noch drin, oben dieser Rest von der bepflanzten Wand, den ich noch versucht habe, das hat nie so richtig gut funktioniert, ob da zu wenig Licht hinkam oder wie auch immer. Emers sind dann ein paar Buzephalandren gewachsen, aber Submers sieht das doch sehr, sehr karg aus. Und ich habe da jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht mehr viel dran gemacht, ne, an diesem Bereich. Das war ja mehr noch so ein Versuchsball, der übrig geblieben ist von der bepflanzten Wand. Ich habe die Rotala Macandra von dem Feuchtgebiet-Aquarium hier reingesetzt. Und lustigerweise wächst die hier sogar einigermaßen, auch wenn sie keinerlei Farbe hat. Das führt darauf zurück, dass sie Licht auch abbekommt von dem Feuchtgebiet, was direkt daneben steht, wenn das Licht an wäre. Ist jetzt gerade hier aus, zu der Tageszeit, wo ich filme. Und da scheint die noch genug Licht bekommen zu haben. Eine Pflanze, die ich im Vordergrund gesetzt habe, ist die Cryptocoryne Pava. Und da muss ich sagen, Semi-Wachstum, ne? Also jetzt so zum Ende hat sich doch ein bisschen was entwickelt. Und vor allem haben die Pflanzen toll in diesen Kiesboden reingewurzelt. Das ist einfach schwarzer Kiesboden hier, ne? Aber Wachstum ist halt anders. Das ist bekannt für diese Pflanze. Und nichtsdestotrotz, die sehen gesund aus. Auch hier habe ich Efeutute im Aquarium hängen, ne? Die geht dann rüber auch ins andere Aquarium. Beleuchtet wird es hier über diese LED-Röhre von Sera, auch schon uralt, lange drüber.
Und dann ist da dieser Rucksackfilter hinten dran, der jetzt wunderbar verdeckt ist durch die Efeutute. Hier sieht man ihn so ein kleines bisschen, wenn man da genau reinguckt. Das ist aber alles, was man davon sieht. Finde ich auch eine ganz schöne Variante, ne? So einen Rucksackfilter zu verdecken. Und ich muss das Aquarium abdecken wegen der Pseudomogie luminatus. Das ist nicht schön, aber muss halt sein, weil die gerne springen oder den Wasserstand senken, wie auch immer. Aber ich wollte ihn jetzt hier erstmal noch nicht so weit absenken. Das kann aber vielleicht in Zukunft der Fall sein, ihr werdet sehen. Naja, und die Pseudomogie sind halt einfach hier sehr schön drin gewachsen. Ne? Ich habe natürlich hier auch noch weiteren Besatz drin, der hier schon immer auch drin war. Also Amano-Garnelen habe ich, ich glaube, 4 oder 5 Tiere. Ne? Das ist schon ein relativ kleines Aquarium, aber die sind hier, also das sind meine ältesten Amano-Garnelen. Die sind hier bestimmt 8 Jahre oder so drin. Das sind die gleichen Tiere immer noch. Und die sehen kerngesund aus, tragen immer mal wieder Eier, die Weibchen. Also wirklich total klasse. Dann habe ich ja hier noch die Neocaridina in einer blauen Variante mit dabei. Also es ist so dieser Garnelenbesatz. Und auch beide Arten sorgen natürlich dafür, dass das Aquarium so schön clean dann auch ist. Die Amano-Garnelen sicherlich viel, viel mehr als die Neocaridina. Aber auch die, ja, mein Gott, die grasen den ganzen Tag die Oberflächen ab und entsprechend sorgen die auch ein bisschen dafür, ist aber vernachlässigbar, denke ich. Sind aber einfach schöne Tiere. Lustigerweise, immer wenn man diese blauen Garnelen sich anguckt, sieht der Bodengrund so blau aus. Und eigentlich ist der schwarz, ne? Also da, ich habe da keinen blauen Kies drin, das würde mir sehr fern liegen. Und ja, dieser Neocaridina-Stamm hat sich hier gut drin gehalten. Es gab jetzt keine Supervermehrung mehr, denn ich habe ja auch noch andere Fische drin. Zum Beispiel hier meine Harajerdoni, die Deltaflügel-Zwergwelse. Und da bin ich mir schon sicher, die werden ja gefüttert auch mit Lebendfutter und fressen auch eigentlich nicht wirklich was anderes. Man kann sie bestimmt auch an frostrote Mückenlarven oder so gewöhnen. Aber die bekommen hauptsächlich Lebendfutter bei mir. Und die werden sich sicherlich auch Garnelen, Jungtiere wegschnappen. Und auch in ihrem zukünftigen Zuhause bei mir, nächste Woche seht ihr das ja dann, werden die sicherlich auch ein paar Garnelen fressen. Das ist aber meines Erachtens nicht schlimm, denn es ist auch ein Stück weit so eine Populationskontrolle von den Neocaridina, weil die einfach sonst so ein Aquarium gerne auch mal überbevölkern. Gerade wenn man die Fische da drin in dem Aquarium auch füttert, dann fällt für die Garnelen einfach sehr viel ab und dementsprechend vermehren sie sich dann auch gut. Die Harajerdoni sind einfach unglaublich faszinierende Tiere. Also wirklich, ich mag die so gerne, auch wenn man sie so selten sieht. Das sind alles wirkliche Aufnahmen, die ich zwischendurch mal genommen habe, nach dem Füttern oder beim Füttern. Das ist also jetzt gar nicht mal so aktuell, diese Aufnahmen, weil ich muss einfach die Gelegenheiten nutzen, wenn ich sie denn mal sehe, dann halte ich da gerne auch mal direkt die Kamera drauf. Aber die sind auch schon wirklich lange hier drin. Ich habe zu den Tieren ja auch ein Haltungsvideo gemacht. Ich glaube, es hieß was mit Kuriositätenkabinett oder so, weil ich hier auch nur die Dornaugen eine Zeit lang drin hatte. Also wirklich faszinierende, schöne, ich finde, schöne Tiere, skurrile Tiere. Die sind jetzt hier ziemlich braun geworden, die waren auch schon mal deutlich dunkler, aber sehen gesund und fit aus und kommen zum Fressen nach vorne, also wirklich toll. Ja, die Pseudomogie luminatus hatte ich schon angesprochen. Wie gesagt, alles jetzt hier eigene Nachzuchten, einfach eine wunderschöne Art. Also von der Beleuchtung her ist es jetzt hier fast ein bisschen schwierig, wenn sie im Hintergrund sind, erkennt man diese tollen, prächtigen Farben nicht, erst wenn sie nach vorne kommen, weil ich diese LED-Röhre weiter in den Vordergrund gezogen habe und leicht nach hinten gekippt habe, sodass das nicht so stark blendet, wenn man davor sitzt. Das ist für die Bepflanzung hier völlig in Ordnung gewesen. Bei den Tieren ist das ein leichter Nachteil, deswegen habe ich mal ein bisschen Futter reingeschmissen. Es gibt für diese Tiere ganz, ganz regelmäßig Artemia-Nauplien. Das füttere ich ja sowieso sehr viel in meinen Aquarien. Aber die Pseudomogie fressen auch gerne Granulatfutter oder wie hier jetzt einfach mal ganz klassisch ein bisschen zwischen den Fingern zerriebenes Flockenfutter. Hier sieht man ganz kurz eine Rosi-Zwergschmerle. Es sind wohl noch 2 Tiere drin, wenn ich das richtig überblicke. Die habe ich ja auch hier gezeigt als Haltungsvideo vor langer Zeit. Und das sind immer noch die gleichen Tiere hier. Sind nicht mehr ganz so viele da. Aber auch die werden hier ein neues Zuhause finden. Was ich mit dem Pseudomogie luminatus mache, da bin ich mir immer noch nicht so zu 100% sicher. Also geplant ist ja, dass sie in das Ufer-Aquarium kommen. Sie werden jetzt zwischendurch erst einmal in eine recht größer als das Aquarium hier zumindest, ja, so eine Art Quarantänebox kommen, also so eine
Plastikbox, wo ich auch schon mal Videos zu gemacht habe, wie ich das mache, aber eben eine recht große, die ich noch aufgestellt habe in der Wohnung, einfach um noch ein bisschen Zeit zu haben, um mir Gedanken darüber zu machen, ob ich sie und wann ich sie ins Uferaquarium setze. Denn dem Uferaquarium traue ich immer noch nicht so richtig. Da wird es irgendwann sicherlich ein Update zu geben, wie ich mich da entschieden habe und wie sich das Aquarium entwickelt hat und so weiter. Und dann werdet ihr die Tiere sehr wahrscheinlich wiedersehen, weil ich die, glaube ich, nicht abgeben möchte. Also ich habe ja mit den Tieren, mit den eigenen Nachzuchten hier nochmal weitergezüchtet. Es sind noch mehr auch in dieser Quarantänebox schon drin. Und das heißt, ich habe da eine schöne große Gruppe von, ich habe, glaube ich, so auf 20, 30 Tiere oder so gezüchtet. Und ich finde das schon von der Vorstellung her cool, die im Uferaquarium schwimmen zu haben. Also das werde ich noch sehen. Aber erstmal hier passen die jetzt farblich, finde ich, super genial rein. Also sie sehen einfach toll aus. Dieses Blau in den Augen auf dem Rücken, ne, was da so schimmert. Und dieser starke orangene Farbton, wenn die dann weiter nach vorne kommen ins Licht. Richtig, richtig tolle Tiere. Einen deutlichen Männchenüberschuss jetzt hier. Leider rausgezüchtet. Ich meine, von der Farbe her ist es schön, ne? Und das Weibchen, was hier drin ist, oder die zwei, haben auch für Eier gesorgt. Das ist dann etwas mühselig, weil einfach nicht sonderlich viel dabei rauskommt. Ich habe immer mal wieder meinen Laichmob reingehängt, so, ne? Um euch das mal kurz zu zeigen, wie ich jetzt da vorgegangen bin. Das habe ich ja schon öfter mal gezeigt, gerade bei Regenbogenfischarten oder hier diesen Blauaugen, die ja da in die ähnliche Richtung gehören. Auch aus, ich glaube auch aus Neuguinea kommt, ne? Und ja, da haben die dann, ich habe das immer so 2, 3 Tage drin gelassen und dann habe ich den Laichmob rausgenommen und habe die Eier rausgesucht mit den Fingern und habe die dann separat aufgezogen quasi, also schlüpfen lassen und dann die Jungtiere aufgezogen. Da ist ein bisschen was zusammengekommen, aber eben auch jetzt nicht sonderlich ergiebig und viel, aber so, dass ich die Tiere hier noch weiter in meine Obhut vermehren konnte und ich tendiere so ein bisschen dazu, die ins Uferaquarium dann auch zu setzen. Dieses hässliche an der Außenseite hier, das ist mal boah, das ist bestimmt fast 10 Jahre her, da habe ich mal irgendwann Bio-CO2 hier in dem Aquarium gehabt. Also ich habe auch durchaus mit CO2 schon mal so ein bisschen gearbeitet, auch mit Druckgas-CO2-Anlagen und so, aber schon wirklich lange nicht mehr. Und ich finde, man sieht es hier nochmal in diesem Bild. Das Asien-Aquarium ist halt so aufgesetzt und in sich stimmig, dass es unter diesen wirklich sehr einfachen Bedingungen wunderbar funktioniert. Es ist ein Gleichgewicht entstanden in diesem Aquarium, sodass die Pflanzen, die jetzt hier drin sind, genügend Nährstoffe haben, um langsam, aber trotzdem auch sehr gesund, nicht 100% gesund, aber sehr gesund zu wachsen. Und dementsprechend war ich einfach zufrieden. Und jetzt kommt wieder dieser Moment. Abschied vom Asien-Aquarium. Wenn man jetzt da echt 2,5 Jahre lang nichts umgestaltet hat und da nicht dran war, ist das ein komisches Gefühl, so will ich das mal sagen. Nach dem Entschluss und nach den Überlegungen, wie es weitergeht, ja, die ersten Schritte zu machen und diese Steine in die Hand zu nehmen, das erste Mal wieder. Und ich wusste auch gar nicht, wie jetzt die Pflanzen da so genau dran verwachsen sind, ne, und wie das alles aussieht. Und es ist insgesamt echt recht wenig Mulm so in diesem ganzen Gestein gewesen, später im Bodengrund schon, das seht ihr gleich auch noch. Aber es ist ziemlich clean gewesen, das Aquarium. Hier mit Algen habe ich da fast gar nichts zu tun gehabt. Die haben ja ein paar Geweihschnecken drin gehabt, die auch jetzt schon lange da drin waren. Und die haben alle ihren Job getan und einfach ein Aquarium mit tollem Gleichgewicht. Ich habe nur Wasserwechsel gemacht, einmal in der Woche ungefähr. Für 20, 30% ein bisschen Osmosewasser verschnitten und das war's schon. Ne? Also wirklich toll, toll gepflegt. Ja, und hier sieht man die schönen Drachensteine mit den super prächtigen Anubias und Bucephalandren auch so leicht ineinander verwachsen, was ich total klasse und schön finde. Und das war so der Punkt, wo ich auch dachte, boah, ich muss, glaube ich, meine Idee der Umgestaltung noch mal ein bisschen verändern, denn eigentlich hatte ich es noch extremer vor, was ich davor habe. Aber ich kann die hier nicht einfach abreißen und nee, das geht nicht. Also fand ich einfach zu schön. Das heißt, auch diese Steine hier werden uns wieder begegnen nächste Woche, aber eben in einer anderen Form und insgesamt mit einem anderen Fokus dann bei diesem Aquarium. Und ja, jetzt ist alles raus an Steinen und vor allem an Pflanzen auch, ne? Also im Bodengrund, weil ich dann die ganzen Kryptokoryphen und so rausgezogen habe, ist jetzt dann doch einiges an
Trübstoffen hier aufgekommen. Und ich habe bewusst die Tiere vorher drin gelassen, weil wenn ich im vollbesetzten Aquarium anfange zu fangen, das habe ich schon gemacht, auch in diesem Aquarium, das funktioniert, aber es ist ein Geduldsspiel. Und ich habe auch schon mit dieser kleinen Fischfalle selbst gebaut aus so einer PET-Flasche gearbeitet. Das hat hier auch gut funktioniert. Aber da es jetzt sowieso umgestalten wollte, habe ich einfach alles rausgenommen. Und jetzt habe ich Platz, um ganz in Ruhe zu keschern und die Fische da alle rauszuholen. Ich nehme die jetzt erstmal in diesen Fischfangbecher, damit ich nicht mit dem tropfenden Kescher immer, ne, zu der Quarantänebox laufe. Und dort sammle ich die, da hat man nochmal einen ganz guten Überblick, was da jetzt zusammengekommen ist. Die blauen Neocaridina kommen auch erstmal da in die Box, da muss ich mir noch was mit überlegen. Ja, dann hole ich jetzt hier so nach und nach die Fische raus. Bei den Harajedoni ist es so, das habe ich damals im Video auch schon gesagt, aber ich wollte es hier auch nochmal anmerken, die haben ja diese Delta-Flügel quasi und die sind echt gut besetzt. Also ich weiß nicht, wie man es bei denen nennt. Bei den Elwänsen nennt man es Odontoden, glaube ich, bei den männlichen Tieren. Aber die haben auch einfach so diese Auswüchse, stachelige Auswüchse auf diesen langen, ausgestreckten Flossen und damit bleiben die in fast jedem Kescher einfach sehr nachhaltig hängen. Und das möchte ich gerne vermeiden. Und es ist, denke ich, auch wirklich gut, wenn man sich da mal Gedanken darüber macht. Und die sind jetzt nicht sonderlich, lebhaft. Die hauen jetzt nicht ab, sondern die vertrauen auf ihre Tarnung. Und dann kann man die wirklich mit so einem Becher oder einem Glas oder was auch immer, ja, so an der Aquarienscheibe, entlang geführt, rausfangen, ohne dass sie in einen Kescher müssen. Das ist wirklich ganz cool und sehr schonend dann für die Tiere. Ein bisschen nervig war das jetzt hier mit dem Kies. Da habe ich so rumgefummelt, dass dann der Kies rausfällt, aber der Fisch noch drin bleibt und so. Nachher hatte ich dann wirklich nur noch den Fisch drin und habe den dann einfach sofort überführt in das Zielaquarium, was ihr dann nächste Woche seht. Und dann habe ich noch mal ein bisschen abgewartet, bis das Wasser wieder klar wurde. Der Filter läuft die ganze Zeit durch. Wichtiger Hinweis auch für die Umgestaltung und wie es weitergeht. Und klar habe ich am nächsten Tag dann noch Neocaridina hier drin gesehen. Ich habe auch noch eine Amano-Garnele gefunden oder zwei. Eine Geweihschnecke, die noch in der Ecke lag. Ne? Und die Tiere habe ich dann alle, als das hier wieder klar war, noch mit einem Kescher rausgefangen. Ich fand es jetzt nicht so sonderlich super schwierig. Da ist eine Amano-Garnele noch. Ne? Natürlich kann das immer passieren, dass man eine wirklich winzige Babygarnele übersieht. Aber man muss auch sagen, in dem Aquarium war jetzt keine Riesenpopulation an Neocaridina und auch nicht viele Jungtiere. Von daher war das ganz gut machbar. Und das habe ich dann ganz in Ruhe gemacht. Da hinten ist die Geweihschnecke noch. Habe ich dann ganz in Ruhe gemacht. Und das ist jetzt dann der kurze Zwischenstand, wo ich dann jetzt auch sage, ich mache einen Cut in dem Video, weil es sonst auch viel zu lange dauern würde. Ich wollte gerne das Asien-Aquarium auch nochmal rausstellen in einem extra Video. Und an dieser Stelle geht es dann nächste Woche weiter und ihr seht, was ich aus dem Aquarium gemacht habe. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich euch bitten, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und meinen Kanal zu abonnieren. Hier zeige ich übrigens gerade nochmal auf die Verkalkung dieser Lampe. Das kriegt man gut ab. Werdet ihr auch sehen. Ja, und ich sage dann einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.